Das Netz der Dunkelheit. Kapitel 4. Der Schlüssel zur Freiheit. Emma kämpft unerbitterlich darum, ihre Menschlichkeit zu bewahren. In den stillen Nächten, während der Mond hoch am Himmel stand und ein silbernes Licht auf die alten Mauern der Weberei schickte, studierte sie die unsichtbaren Fäden, die sie mit der Schattenweberin verbanden. Sie fühlte, wie diese dunklen Stränge ihr Wesen durchzogen, und in jedem dieser Fäden schwang ein Teil von ihr mit, ein Teil, der um sein Überleben kämpfte. Ihre Erinnerung an das Leben draußen, an Licht und Lachen, schimmerten wie flüchtige Träume in ihrem Geist. In der Dunkelheit lauschte Emma den Geschichten der Dorfbewohner, wenn sie sich in der Nähe der alten Weberei versammelten, und von der ominösen Spinne und ihrem Netz zu erzählen. Ihre Worte erfüllten die Nacht mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Hier fanden sie eine merkwürdige Balance zwischen Faszination und Abscheu. Und Emma spürte, wie ihre inneren Kämpfe verstärkt wurden. Was war diese Legende wirklich? Ein Werkzeug der Kontrolle? Oder ein Schlüssel zum Verständnis? Eines schicksalhaften Abends, als der Wind durch die Ritzen der alten Mauern pfiff und die Schatten zu tanzen schien, entdeckte Emma ein verborgenes Zimmer in der Weberei. Es war ein Ort, der von Staub und Vergessenheit umhüllt war. Auf einem schäbigen Tisch lag ein altes Buch, seine Seiten vergilbt und zerfranst. Neugierig, aber vorsichtig öffnete sie es und wurde von atemberaubenden Zeichnungen und Formeln begrüßt, die das Geheimnis des Netzes enthüllten. Hier war der Schlüssel, um den Bann zu brechen. Ihre Augen leuchteten auf, während sie über die Seiten wischten und die Worte in sich aufsogen. Es waren Beschreibungen von alten Ritualen, die die Macht des Netzes kontrollieren konnten, aber auch Warnungen vor den Konsequenzen törichter Eingriffe in die natürliche Ordnung. Trotz der drückenden Dunkelheit in ihr, die mit jedem neuen Wissen aufbegehrte, entwickelte sich eine Obsession. Emma begann immer weiter in die Forschungen einzudringen, als wäre es die einzige Möglichkeit, ihre Menschlichkeit zu bewahren. Sie begann zu experimentieren. Nacht für Nacht füllte sie die Luft der Weberei mit dem Duft von Kräutern und geheimnisvollen Mixturen. Jedoch mit jedem Fortschritt verschmolzen ihre Gedanken mehr mit den dunklen Stimmen, die in der Stille existierten. Die Schatten webten sich um sie, flüsterten ihr zu, verführten sie mit Versprechen von Macht und Verständnis. Bald nahm die Dunkelheit ihrer Seele mehr Raum ein. Immer wieder blickte sie in den Spiegel. Und die Reflexion, die sie sah, schockierten sie. Ein schimmerndes Wesen, in dem Mensch und Spinne eine unheimliche Einheit gefunden hatten. Aber gleichzeitig blieb da das Gefühl, dass sie nur einen Schritt von ihrer endgültigen Verdammnis entfernt war. Während Emma eifrig weiterforschte, prägten sich die Worte ihrer eigenen Menschlichkeit in ihr Gedächtnis ein. Sie war nicht nur das Produkt der Dunkelheit, sie war auch der Funke des Lichts, der niemals erlöschen durfte. Jetzt, da sie den Schlüssel zum Geheimnis des Netzes in der Hand hielt, musste sie entscheiden, würde sie an der Grenze zwischen Mensch und Monster wanken und riskieren, von der Schattenweberin verschlungen zu werden, oder könnte sie die Magie des alten Buches nutzen, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Zeit war gekommen, ihre Entscheidung zu treffen. Und die Schatten, die einst ihre Verbündeten waren, würden sich bald gegen sie wenden, wenn sie nicht die Kontrolle über ihr Schicksal zurückerlangen konnte.